Ich habe ein bisschen bei Freebuy bestellt. Douglas Adams, Das Leben, das Universum und der ganze Rest. Der dritte Teil der Veranhalter durch die Galaxis-Reihe. Keine Leseknicke, bei so einem dünnen Buch auch angegibt, aber für den Preis vollkommen okay. Und jetzt habe ich hier den vierten Band, Harry Potter and the Goblet of Fire, in der Taschenbuchversion. Keine Leseknicke, obwohl das Buch sehr dick ist, wenig, also auch nicht rund gelesen. Minimal, aber das ist ja egal. Es ist ein bisschen angegibt, aber vollkommen okay für den Preis. Harry Potter and the Deathly Hallows in der Hardcover-Version finde ich ziemlich cool. Es sieht jetzt auch nicht irgendwie großartig doll gelesen aus, wahrscheinlich einmal gelesen. Es ist sogar diese Erwachsenen-Ausgabe. Harry Potter and the Half-Blood Prize. Prince. Auch wieder die Hardcover-Version, diesmal aber in dem normalen. Sieht kaum angegeben aus, wahrscheinlich auch einmal gelesen und dann im Regal gestanden und gut gepflegt. Harry Potter and the Chamber of Secrets, der zweite Band. Wieder in einer Taschenbuchversion. Ein kleiner Leseknick oder ein paar kleine Leseknicke, die aber kaum auffallen. Leicht angegeben. Harry Potter and the Order of Phoenix, der fünfte Band. Der hat schon definitiv sichtbare Leseknicke hin, ist auch ein klein wenig rund gelesen. Aber das ist trotzdem okay, weil es ist einfach ein super dickes Buch. Hat mir die liebe Yugura, ich verlinke ihren Kanal in die Infobox, empfohlen. Und zwar Königin der Orks. Das sollen wohl 3 Bücher in einem sein. Halt dementsprechend auch ziemlich dick, irgendwie 1300 Seiten fast. Und keine Leseknicke, voll okay. Harry Potter and the Philosopher's Stone, der erste Band, ziemlich angegeben, dafür auch ein paar Leseknicke. Voll okay, dass es hier ein paar Leseknicke hat. Hatte mal die DVD dazu, habe den Film geguckt und nicht verstanden und habe jetzt gehofft, dass mir das Buch mehr Einblick bringen kann. Wächter der Nacht von Sergei Lukjanenko. Ja. Ein russischer Fantasy-Roman und es sieht voll okay aus, also es hat keinen Leseknick. Bin mal gespannt, ob ich durch das Buch dann mehr durchsteige als durch den Film. Auf Heineken können wir uns einigen. Also ich bin ein bekennender Heineken-Fan, ich mag Heineken-Bier. Und deswegen fand ich das eigentlich ziemlich lustig. Es ist, glaube ich, so dieses typische, so Maria, ihm schmeckt es nicht nur auf Holländisch wahrscheinlich. So für zwischendurch mal was kurzweiliges, lustiges Lesen ist das bestimmt ganz okay. Der dritte Band, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. Ja, auch wieder die Taschenbuchversion. Er hat so leichte Leseknicke hier, die aber nicht wirklich doll sichtbar sind. Aber das ist vollkommen okay für den Preis. Winner of the 1999 Whitebread Children Book of the Year steht hier noch mit drauf. Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde in der Mitternachtsbibliotheksversion. Ich habe ja schon 2 Bücher aus der Mitternachtsbibliothek. Dr. Jekyll und Mr. Hyde, also die klassische Geschichte des Hulk. Ja, es ist halt ziemlich dünn. Ich hatte echt gedacht, das ist auch so ein dicker Schinken wie Frankenstein. Langenscheids großes Zauberwörterbuch. Ich bin mal gespannt, ob mir das so ein bisschen hilft. Dann bei den spezifischen Harry Potter Wörtern, wo ich da vielleicht nicht so wirklich mit einem normalen Wörterbuch weiterkommen würde, wenn ich es mir nicht selbst zusammenreimen kann. Ein Film, den ich auf VHS habe und es zählt zu, es ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Meine allerliebste Lieblings-Western-Komödie. Und zwar handelt es sich um den Klassiker 40 Wagen westwärts. Ich liebe diesen Film und ich kann ihm einfach nur jedem ans Herz legen. Er ist so unglaublich lustig. Weil er schon bei Harry Potter war, hat das Kind in mir beschlossen, auch eine DVD zu kaufen. Disneys Tarzan.